Ja. Oh, da habe ich jetzt mal kurz zusammengezuckt, ne? Sie hat schon mal nach mir gebissen. Die beißen dann erstmal in alles rein, was sich bewegt. Gefahrtierjäger Peter Wischnewski macht heute seiner Jobbezeichnung alle Ehre. Heute hat er es mit einer bissigen Schlangenart zu tun. Heute fahren wir eine Amurnatter abholen und wohl eine kleine Bartagame. Amurnattern sind für ihre Nettigkeit bekannt. Also wir können uns darauf einstellen, dass wir da ein bisschen Action haben werden. Also die sind in der Regel sind so sehr beißfreudig. Und hier soll es sich auch um ein sehr großes Tier handeln, 1,80 Meter. Also das sind definitiv keine Schlangen zum Kuscheln und zum Streicheln. Ja. Und hier haben wir einfach das Problem, dass die hier ohne weiteren bei uns überleben können. Das könnte also unter Umständen die nächste invasive Art geben. Peter Wischnewski arbeitet seit mehr als 10 Jahren als Gefahrtierjäger. Große Riesenschlangen, also Tiger, Netzpython, die sind in einigen Bundesländern verboten oder wie Giftschlangen. Ich darf Gefahrtiere halten, weil ich die ganzen Genehmigungen habe, als Zertifikat zum Beispiel für Krokodile, für Giftschlangen, für Riesenschlangen. Bin ich extra ausgebildet worden und einfach auch schon seit über 10 Jahren mittlerweile für Gefahrtiere zuständig bin, für die Sicherstellung. Hallo. Hallo. Ich wollte die Tiere bei dir abholen? Ja. Bin ich hier richtig? Geh mal vor, du weißt, wo wir hin müssen. Jessie arbeitet für den Tierschutz und hat die Amurnatter vor 1,5 Jahren zur Pflege bekommen. Da ist einmal das eine gute Stück. Okay, also hier haben wir die Amurnatter. Gestatten? Lilly. Noch fühlt sie sich sicher in ihrer Höhle. Wie bist du denn zu dem Tier gekommen? Ja, das war eigentlich spontan ein Pflegetier, weil falsche Haltung. Ich habe sie dann übernommen als Pflegetier. Diejenige hat sich nie wieder gemeldet. Ich habe sie dann mal kontaktiert und dann hieß es nur, mach damit, was du willst. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann bleibt sie halt jetzt erstmal bei mir. Aber ich muss halt meine Wohnung verkleinern und somit kann sie leider nicht bei mir bleiben. Weil Pflegestelle ist nicht Dauerstelle. Wie lange ist sie denn schon bei dir? Sie ist jetzt schon knapp 1,5 Jahre bei mir. Also viel länger, wie ich normalerweise Pflegetiere überhaupt habe. Das ist wirklich der Klassiker. Da will der Tierschutz wirklich unterstützend eingreifen und sagen, okay, wir machen kurz eine Pflegestelle. Und sehr oft hört man dann, dass die alten Besitzer sich einfach nicht mehr melden oder auch sagen, ist mir scheißegal, was mit dem Tier ist. Ne? Das sehe ich als ein Riesenproblem an. Also da müsste man irgendwie die alten Halter noch irgendwie mit dran kriegen, weil für mich ist das einfach das Schlimmste, was so einem Tier antun kannst. Peter Wischnewski will Lilly zunächst bei sich zu Hause unterbringen. Dann will er sie so schnell wie möglich weitervermitteln. Schade ist nur, dass sie sich nicht wirklich anfassen lässt. Also sie ist da sehr, sehr scheu drin von Anfang an. Aber ich denke mal, man sollte sie auch nicht immer ständig anfassen. Die mögen das eh nicht. Nee, es sind keine Kuscheltiere, definitiv. Beißt sie um sich oder will sie eher weg? Oder? Sie flüchtet eher. Sie hat schon mal nach mir gebissen, aber da habe ich den Fehler gemacht und habe die Maus ihr direkt aus Versehen vor die Schnauze gelegt. Der Klassiker, ja. Man denkt, es ist harmlos, weil es eine Natter ist, keine Giftschlange, aber Übelkeit und Schwindeln waren da. Ist alles zum Glück super, ganz normal verheilt, aber dadurch, dass sie sich halt nicht nur 2-3 Minuten festgebissen hat, sondern ganze 14 Minuten festgebissen hat, hat sie natürlich auch, dadurch, weil sie ja auch Speichel und alles abgibt, war das natürlich nicht so angenehm. Es wird einem halt wirklich extremst schwindelig und es wird einem auch richtig übel im Magen. Peter Wischnewski ist vorgewarnt. Ja, sie liegt ja da schön in ihrer Höhle drin. Ich gehe davon aus, wenn wir das Häuschen da wegnehmen, dass sie dann anfängt, sich zu bewegen. Ja. Und dann gibt es da drinnen Gas und dann gucken wir mal weiter, wie wir sie rauskriegen. Was hat sie gesagt? Wie groß ist die? Circa 1,80 jetzt. Circa 1,80, also man sagt, ein Drittel ungefähr haben die mindestens Aktionsradius, ne? Also das ist schon eine ordentliche Reichweite, die dann hat. Deswegen Fingerchen aufpassen, deswegen werden wir auch mit dem langen Haken arbeiten, ne? Wenn wir sie weiter vorne nehmen, kann sie maximal bis hierhin.
Dann sind wir mit den Fingern schon mal draußen. Das halte ich in dem Moment erstmal für wichtiger. Und dann müssen wir halt gucken, dass wir sie vernünftig eintüten. Lilly versteckt sich nicht ohne Grund. Sie häutet sich gerade. Wer sie dabei stört, lebt gefährlich. Problem ist halt auch, dadurch, dass sie in der Haut ist, reagiert die sowieso mehr. Die haben ja dann diese milchigen Augen und dadurch sehen die halt eher nur Schatten und sind dann natürlich noch mal einen Zacken angriffslustiger. Die beißen dann erstmal in alles rein, was sich bewegt. In Flacht, Rheinland-Pfalz, soll Gefahrtierjäger Peter Wischnewski die Amurnatter Lilly abholen. Besitzerin Jessie zieht um und hat zu wenig Platz in der neuen Wohnung. Peter Wischnewski ist vorgewarnt, denn die Natter häutet sich gerade. Problem ist halt auch, dadurch, dass sie in der Haut ist, reagiert die sowieso mehr. Die haben ja dann diese milchigen Augen und dadurch sehen die halt eher nur Schatten und sind dann natürlich noch mal einen Zacken angriffslustiger. Die beißen dann erstmal in alles rein, was sich bewegt. Okay, dann gucken wir erstmal. Machen wir alles, was nicht fest ist, schon mal raus. Oh ja, fest. Okay. Ja, die kann da, wenn die da rausschießt, hat die mich in den Fingern. Und wie man sieht, sie fängt jetzt auch an zu züngeln. Sie bewegt den Kopf und guckt, was passiert, ne? Wer was macht. Das ist fest. Fest, okay. So. Peter Wischnewski darf die Natter ab jetzt keine Sekunde mehr aus den Augen lassen. Jetzt will sie natürlich weg. Jetzt haben wir das Grand Malheur. Ja, das ist das, was ich gemeint habe, sie will nicht angefasst werden. Ja. Die Amurnatter wehrt sich mit aller Kraft und mit allen Zähnen. So, hier haben wir sie jetzt. Dann ist sie schon mal fixiert. Nee, bleib du unten. Okay. Bleib du unten. Ein Pullover rein, glücklicherweise. Wie du ja gesehen hast, ist er auch mit den Zähnen hängen geblieben, ne? Und das passiert halt auch in meinem Muskelgewebe. Ein kurzer Schockmoment. Vor allem für den Achtung-Kontrolle-Reporter. Ich muss jetzt wirklich mal ganz kurz die Luft anhalten und da habe ich jetzt mal kurz zusammengezuckt, ne? Das kann immer passieren. Da hast du ja gesehen, wie sie hier drin saß und die kam mit den Zähnen gar nicht mehr raus. Die hat sich richtig verheddert, weil die, wie gesagt, die sind so schön klein und alles nach hinten zum Festhalten sind die da. Und das hat's dann, deswegen hat die sich hier festgeklammert. Und deswegen habe ich auch einen dicken Pullover an. Genau, um dem vorzubeugen. Bei großen Tieren, die beißen durch. Aber der Pullover, der nimmt schon mal viel weg. So, du hast nun Badagam? Richtig, da hinten. Steht da hinten? Ja. Ich habe ihm den liebenvollen Namen Helmut gegeben. Okay. Ja. Badagame Helmut ist bei Jessie ebenfalls zur Pflege. Vor einem Jahr haben ihn seine überforderten Besitzer im Tierheim abgegeben. Ich habe ihn einfach vorbeigebracht kriegt mit der Bitte, kümmere dich drum, mach was draus. Ja, bei Badagame haben wir das Problem, geben viele jetzt aus Kostengründen ab, weil die sehr kostenintensiv vom Strom her sind. Sie sind wirklich extremst teuer und ja, im Moment halt definitiv technisch bei mir nicht machbar. Sind ja eigentlich ganz süße Tiere, ganz putzig. 100 Euro für Futter und Strom im Monat, das wird Jessie auf Dauer zu teuer. Wenn wir Glück haben. Manchmal beißen sie halt auch. Springen ab und zu mal. Springen halt gerne runter. Da kann man sich den mal angucken. Ist wie so ein kleiner Dinosaurier. Ne? Haben hier einen Haufen Stacheln drauf. Aber wenn du mal drüber fährst, die sind ganz weich. Das ist einfach nur Tarn. Das ist der erste kleine Dinosaurier, den ich streichle. Badagamen leben in trockenen Regionen wie Wüsten und Steppen. Auf ihrem Speiseplan stehen hauptsächlich Insekten.
und Bartagamen halt hauptsächlich hier. Wenn die sich bedroht fühlen, stellen die den Bart so auf, beziehungsweise die Kehle, die wird dann auch richtig pechschwarz. Na? Eigentlich sitzen sie viel unter der Sonne. Na? Oder dann halt sehr versteckt. Aber wenn es ums Fressen geht, sind sie eigentlich immer dabei. Dann hat man auch Action. In dem Alter gehen jetzt noch viele Wirbellose, also Heimchen, ne, ab und zu mal Mehlwurm, paar Schaben. Und dann später im Alter geht es dann eher Richtung Grünzeug. So, dann packen wir ihn mal ein. Ganz anders als Natter Lilly ist Helmut artig und sieht seinem Schicksal gelassen entgegen. Packen wir auch am besten in so ein Säckchen rein. Da ist er schön dunkel, kann sich nicht verletzen. Könntest du mir mal helfen? Natürlich. Kannst du mir mal den Sack aufheben? So. Helmut. Helmut lässt nicht los. Der Sack ist natürlich auch enorm. So. Dankeschön. Und das ist jetzt eine langsame Art gewesen. Darf ich das Häuschen mit? Dann hat sie ihr Schlafplätzlein. Ja, das kennt sie ja. Das kennt sie, ja. Genau. Dann nehmen wir es mit. Ja. Dann vielen Dank. Ich danke euch ganz herzlich. Ja, ich danke dir fürs Vertrauen. Ja. Ich werde mein Bestmöglichstes geben. Ach, das weiß ich. Das war so. Ne? Ich komme euch besuchen. Ja, gerne, gerne. Jederzeit gerne. Ne? Ja. Würdest du mir die Tür Natürlich. Noch aufmachen? Peter Wischnewski wird Lilly und Helmut vorerst bei sich zu Hause unterbringen. Die Tiere kommen jetzt erstmal zu mir in die Auffangstation, die Wäckerterroristik. Dort werden sie dann erstmal tierärztlich begutachtet. Ne? Also, dass wir da schon mal wissen, ob sie gesund sind, ob sie nicht gesund sind. Ja, und wenn dann alles okay ist, sie parasitenfrei sind, dann gehen sie auch in eine Vermittlung. Dann gucken wir, dass wir die natürlich relativ zeitnah weiter vermittelt bekommen. Lilly und Helmut bekommen ein neues Zuhause. Hoffentlich dann auch auf Dauer.